herzlich willkommen zum Lacktausch. Ich möchte hier vorab mal etwas klarstellen. Und zwar bin ich kein nörgelnder Kunde, der sich darüber beschwert, alles müsse billiger sein, beziehungsweise alles sei hier zu teuer. Das ist überhaupt nicht der Fall. Vielmehr bin ich ein überzeugter Fanatec-Kunde und absolut begeistert von deren Produkten. Insofern liegt mir aber auch einiges daran, dass man hier ordentlich managt auf Seiten von Fanatec. Also seht mich hier eher als Fürsprecher der Firma. Und insofern ist mir wirklich daran gelegen, dass wir hier gerade auch mit dem Release des QR2 ein bisschen mehr Ordnung in den Laden bringen. Weil das klingt jetzt vermessen, aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, da läuft einiges ein bisschen schief gerade. Also in meinem letzten Video hatte ich mal frecherweise die Forderung aufgestellt, Fanatec möge doch bitte alle seine Bestandskunden mit einem Quick Release 2 Base-Site gratis ausstatten. Gut, das ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Also bei tausenden von Wheelbases wären das eben tausende von QR2 Base-Sites, die da Fanatec verschenken müsste. Ich sehe schon ein, dass das nicht ganz realistisch ist. Was Fanatec aber hier positiverweise gemacht haben, ist, sie bieten jetzt in ihrem Shop die Podium DD2 und die DD1 inklusive Gratis-Update auf das QR2 Base-Site an. Und das heißt, das wird dazugegeben. Das heißt, die Bases werden mit vorinstalliertem QR1 ausgeliefert und zusätzlich ist das neue QR2 Base-Site beigelegt. Das kann man dann selber aufrüsten. Ich denke, in Zukunft werden neue Bases natürlich direkt mit vorinstalliertem QR2 Base-Site dann ausgeliefert werden. Jetzt befindet man sich eben noch in dieser Übergangsphase. So packt man hier das QR2 Base-Site dazu. Das finde ich eine super Maßnahme. Das ist genau das, was wir alle brauchen. Und eingedenk der Tatsache, dass das ein wirklich auch teuer zu produzierendes Bauteil ist, ist das wirklich klasse. Und man muss ja auch nochmal sagen, die DD1 ist nach wie vor 200 € reduziert. Und on top gibt es dann jetzt auch noch gratis das QR2 Base-Site. Also das ist schon wirklich der Hammer. Jetzt aber zu den Problemen, die ich hier sehe. Und zwar nicht in genau dem Punkt, sondern eher auf Seiten der Lenkräder. Kaufen wir exemplarisch einmal ein Clubsport-Lenkrad BMW GT2 V2. Natürlich kaufen wir es nicht, sondern wir legen es einfach nur in unseren Warenkorb. Dann kommt hier diese Aufforderung, diese kleine Optionsseite aufgeploppt. Wir können hier für 200 € das QR2 Pro beipacken oder für 100 € Aufpreis das QR2 Wheelsite, das wir ja auch so standalone einfach für 100 € kaufen können, sofern es denn verfügbar ist. Ihr seht also, ja, das sind halt alte Fanatec-Probleme, die werden sich aber hoffentlich irgendwann im Laufe der Zeit auch erledigen. Oder wir können nach wie vor gratis das QR1 Wheelsite nehmen. Jetzt nehmen wir einmal das QR2 Wheelsite dazu, was wir als Kunde, der aufgerüstet hat, natürlich tun würden, ist klar. Bereinigen hier mal kurz den Warenkorb. Ich habe da schon mal ein, zwei Spielchen ausprobiert. So, und dann sehen wir jetzt, okay, das Wheel wird logischerweise um knapp 100 € teurer. Wir zahlen jetzt für das Clubsport Wheel BMW 400 € statt 300 €, die es mit dem QR1 kosten würde. Wenn wir jetzt zur Kasse gehen, dann entgeht uns einiges. Und hier, glaube ich, haben Fanatec das nicht ganz durchdacht, was sie machen. Wir nehmen das jetzt einmal raus aus dem Warenkorb. Und jetzt legen wir uns das nochmal in den Warenkorb. Und zwar mit dem QR1 Wheelsite. Ja, Moment, ich weiß, wenn ihr das QR2 habt, dann braucht ihr das QR1 ja gar nicht. Aber folgt mir hier mal an dem Punkt. Und jetzt gehen wir hier zum QR2 und packen uns das in den Warenkorb. Wir sind beim gleichen Preis, 399,90, haben aber zusätzlich ein Vollmetall QR1 im Wert von 50 € im Warenkorb und können das jetzt so kaufen. Das kann noch nicht im Sinne des Erfinders sein. Zum einen, und das ist für mich der wichtigste Punkt, ich finde, das ist einfach nicht nachhaltig. Hier werden viele Kunden dazu quasi verlockt, hier unnötigerweise
Rohstoffe zu verbrauchen bzw. Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen, um sie dann auf eBay zu verscherbeln. Ist eigentlich in meinem Interesse, denn ich bin durchaus noch interessiert daran, alte QR1 Wheelside Adapter mir zuzulegen, da ich noch nicht umgestiegen bin und das auch in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich nicht tun werde. Aber das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass es hier einfach so nochmal dieses 50-Euro-Produkt gratis mit dazu gibt für Leute, die damit gar nichts anfangen können. Dann könntet ihr jetzt also euren Lenkradpreis hier nochmal um locker 40 Euro senken. Dann wärt ihr nur noch bei 360, verkauft das QR1 auf eBay für 40 Euro plus Versandkosten. Dann spart sich der Käufer immer noch 10 Euro gegenüber der 50 Euro plus Versandkosten, die es bei Fanatec kostet. Bekommt das gleiche, absolut neue Produkt in ungeöffneter Originalverpackung. Ja, ich weiß nicht, das ist, kann einfach nicht im Sinne des Erfinders sein. Lösung wäre natürlich, dass Fanatec hier an den Preisen dreht, ja. Und da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwie, es muss alles billiger werden, sondern irgendwie muss man ja diesen kleinen Hack hier, den es hier gibt und auf den ich jetzt, ja, hinweise. Also ich meine, ihr seid ja alle nicht doof, ihr werdet auch schon drauf gekommen sein, dass man das so machen kann. Diesen kleinen Hack, den müssen wir doch irgendwie bekämpfen. Und das, die Lösung wäre eben für Fanatec zu sagen, dann eben das QR2 Wheelside rabattiert dazu zu packen, 20% Rabatt, wenn man es zusammen mit einem Lenkrad kauft. Oder von mir aus 10-15% Rabatt. Das reicht vielleicht für die meisten Leute schon, diesen Umweg nicht zu gehen und sich das QR1 nicht noch zusätzlich gratis dazu zu legen. Ja, nur mal so ein kleiner Vorschlag zur Güte. Und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.